Hallo und herzlich willkommen zum vierten Türchen unseres Meerschweinchen-Adventskalenders. Hallo! Ich mache jetzt das vierte Türchen auf. Das hier ist der schöne Kalender. Und du machst einmal Türchen Nummer 4 auf. Ja. Da oben. Ach so, da. Da. Ist immer da, wo man nicht hinguckt. Ja. Oh. Endivie versus Romana. Okay, Romana-Salat haben wir da. Endivie muss ich kurz mal im Kühlschrank gucken. Romana haben wir meistens da, aber Endivie könnte jetzt ein bisschen tricky sein. Und haben wir? Laut Schweinchen ja. Oh. Die Schweinchen sind natürlich schon getriggert und wir haben's. Oh, sorry. Wir haben's, weil Endivie, das ist der hier, den bekommt man bei uns im Laden nicht. Gut, dass wir noch Online-Salate bestellt haben. Und der dabei war. Ja, und der am Freitag angekommen ist. Da haben wir echt nochmal Glück gehabt. Gut, Romane haben wir wie gesagt immer da, weil den gibt's bei Lidl immer. Ja, und den gibt es hier irgendwie nirgendwo. Weder bei Rewe, bei Aldi, Edeka, nirgendwo zu finden. Ja, den müssen wir leider wenn dann online bestellen. Ja, und falls die Frage wieder aufkommt, wir bestellen meistens bei Grünhopper. Das ist alles selbst bezahlt und keine bezahlte Werbung. Ja, weil es alles selbst bezahlt ist. Genau, so, dann... Machen wir zwei Teller fertig und gucken, welches die Schweinchen lieber essen oder wie machen wir das? Ich weiß nicht. Oder wir schneiden den einfach zur Hälfte durch und den auch und packen den ganzen rein. Können wir auch machen. Oder wir machen zwei Teller fertig. Das ist mega. Mir auch. Ich glaube, wir schneiden den in zwei Hälften. Okay. Und dann. Okay, dann sehen wir uns gleich im Gehege. Also. Die Schweine können es kaum erwarten. Ich wollte gerade sagen, die sind schon heiß. Der erste Taste-Test ist positiv. Natürlich mag Chiroi Romana und Endivie. Jetzt hält der Droki sich wieder auf Chiroi. Okay, mögen auch, mag Chiroi auch, da bin ich mal gespannt. Ja, wir schneiden es mal klein und gucken dann mal, wie die Schweinchen allgemein reagieren. Oder wir machen doch einen Teller. Wir entscheiden uns gleich noch. Genau, wir entscheiden uns gleich noch. Bis gleich. Ich glaube, wir machen einen Teller, dann kann man besser... Ja, oder was wollt ihr? Wollt ihr einen Teller oder wollt ihr lieber die im Ganzen drin haben? Keine Sorge, die sind groß genug, dass Bumi die nicht wegschleppt. Ne? Ne, Bumi? Du schleppst die diesmal nicht weg, ne? Wollt ihr lieber einen Teller? Wollt ihr lieber Teller? Also Shira hat drehig gemacht und rund ist Teller. Also Teller. Ne? Teller, ne? So, wir haben uns jetzt doch für zwei Teller entschieden. Hier ist Endivie. Also rechts ist Endivie, links ist Romana-Salat. Und dann mal gucken. Ich pack die mal so zusammen. Dann müsste ich eine extra suchen. Ja. Okay, Bumi hat sich direkt Romana geschnappt. Milka, Chiroi auch. Ja, nur Ruki ist gerade bei dem Endivie dran. Wir schauen mal, welcher Teller dann leerer ist am Ende. Bin mal gespannt. Das kann lange dauern, deswegen machen wir auf jeden Fall gleich noch einen Zeitraffer. Ja, jetzt ist Ruki auch zu Romana gewechselt. Ja, aber das heißt ja nichts. Wir gucken gleich mal. Ich bin sehr gespannt. Ich frage mich gerade, ob ich die Teller zu voll habe für viel mehr Schweinchen, aber ich denke, das wird gehen. Ja, ne, gibt es bei Meerschweinchen zu voll, wenn es nach Meerschweinchen geht. Mhm. Aber ja, ist vielleicht ein bisschen viel, aber das kriegen die schon weg. Das glaube ich auch. Aber Ruki ist sich ein bisschen unschlüssig, jetzt geht's doch wieder in die Wir.
Milka hat den perfekten Platz. Sie kann sich immer entscheiden, ob sie rechts oder links essen will. Aber gerade ist sie eher am Romaner. Ja. Aber Bumi hat auch gerade schon wieder versucht zu bunkern, ne? Ist vielleicht auch ganz gut, dass wir es klein geschnitten haben. Ja, weil wenn es der halbe Kopf gewesen wäre, hätte den Bumi aber nicht so schnell wegbewegt. Glaubst du? Ja. Ich habe Bumi schon sehr viele Dinge verschleppen sehen. Minus, so, holt mal Bier. Holt mal Salad. Ja, holt mal Salad. Holt mal Heuheim. Milka jetzt, Milka jetzt gewechselt, aber nee. Milka ist immer noch am gleichen und sie hatte bisher noch nicht abgesetzt. Jetzt aber. Schon. Übrigens haben wir gestern vergessen zu erwähnen, einigen aufmerksamen Augen ist es natürlich schon aufgefallen, dass wir jetzt die Schweinchen wieder zusammengesetzt haben. Stimmt. Das haben wir Sonntagmorgen gemacht. Nach dem Sauber machen. Genau, weil Milkas, ja, ich sage immer Wunder, aber ich nenne es mal eher Stelle, sieht richtig gut aus. Wir haben das jetzt auch ein bisschen getestet und das sieht auch alles... Ja, also Ruki lässt das in Ruhe, Shiroi nicht ganz, die hat gestern ein bisschen Schorf da abgepult. Ja, Ruki auch ein bisschen. Ja, gestern nicht, sondern davor. Stimmt, davor, ja. Ja, und ja, ich würde sagen, wir lassen die jetzt erstmal zu viert und dann gucken wir weiter. Ich würde sagen, das läuft gut. Die Vergesellschaftung war auch, ja, unspektakulär würde ich jetzt nicht sagen, aber war sie. Also Bumi ist viel durch die Gegend gepopcornt. Aber sobald wir Kamera an hatten, hat Bumi nicht mehr gepopcornt. Also Bumi war ein kleiner Arsch. Der wollte nicht, wenn man ihn filmt. Ja, dabei war das wirklich süß. Ja. Aber unsere Überwachungskamera hat bestimmt was eingefangen. Mal gucken. Ja, vielleicht. Na gut, dann gibt es jetzt für euch ein kleines Zeitraffer. Und wir sehen uns dann wieder, wenn die Teller ein bisschen leerer sind. So, die Schweinchen sind anscheinend fertig mit Essen. Um das mal besser vergleichen zu können, packe ich es mal wieder auf den Teller. Aber ich würde sagen, Romana ist leicht beliebter, aber nicht viel. Und ich habe gar nicht gesehen, dass jemand das in die Hängematte verschleppt hat. Ich frage, wie wäre das wohl war, bestimmt Bumi. Ich auch. Während des Zeitraffers haben wir nämlich eben draußen die Fließsachen ausgeschüttelt, weil wir die
groß sauber gemacht hatten. Ja. Ja gut, jetzt wo ich es so zusammengepackt habe, würde ich immer noch sagen, ist Romana leicht beliebter, aber ist beides... Ist beides gut weggegessen. Ja, genau, weil hier ist ja auch schon direkt das Tellerende. Also hier ist einmal der, kann man das sehen? Ja, der Romana-Teller. Und hier im Gegensatz der Endivien-Teller. Und okay, ist jetzt wieder interessiert. Ja, was macht die da? Hm? Nimmt die uns unsere Reste weg? Auf jeden Fall sehr interessant. Hätte ich so nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte tatsächlich, Endivi ist ein bisschen beliebter als Romana. Weil es den auch nicht so oft gibt, weil wir genau. Den halt so schlecht kriegen. Genau deshalb. Und Romana fressen die halt echt fast jeden Tag. Ja, ne? Jetzt habe ich die Teller bewegt, jetzt musst du gleich wieder fressen. Okay, das soll es dann mit diesem Video gewesen sein. Wir sehen uns morgen beim nächsten Türchen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und vergesst nicht die Adventsverlosung. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und wenn euch der Adventskalender gefällt, lasst gerne einen Kommentar und ein Like da.